Unser Thema ist heute das bestimmte und unbestimmte Integral. Integral, das Unantastbare, das, naja, sagen wir mal, Einzige will ich nicht sagen, aber das Unantastbare betrifft das schon. Also, das Unbestimmte. Unbestimmtes plus Bestimmtes. Was das dann im Einzelnen auf sich hat, werde ich noch erklären. Ich fange mal an mit Ableitungsbeispielen, um das ein bisschen klar zu machen, denn Integral, jetzt kommt das Wort, ist eigentlich nichts anderes als der anders gerichtete Vorgang. Also ich leite sozusagen auf Ableitungsbeispiele, typische Funktionen, wie wir sie kennen. Ich nehme mal die allereinfachste, die wir immer gerne ableiten mussten, ist f von x gleich x Quadrat, demzufolge die Ableitung f' von x ist dann 2x, einverstanden? Ist ja nichts Besonderes. Das heißt, wir haben hier diesen Exponenten praktisch dann nach vorne genommen und haben den Exponenten um 1 vermindert. Das war das Prinzip der Ableitung, also dürfte nicht schwer fallen. Genauso f von x, nehmen wir wieder unser x Quadrat, aber jeden Wert, den wir dabei herausbekommen, wenn wir hier was für x einsetzen, erhöhen wir um 3. Dann ist trotz alledem f' von x gleich 2x, weil, ich schreibe das mal dahinter, weil dahinter eigentlich steht 3, den Faktor 3 erhalten wir, mal, hier steht x hoch 0. Etwas hoch 0 ist immer 1. Und wenn ich diesen alten Faktor, diesen alten Exponenten mit nach vorne nehme und mit multipliziere, dann habe ich 3 mal 0 und dann kann dahinter auch, theoretisch müsste dann mal x hoch minus 1 stehen, aber dann kann da nichts mehr passieren, dann verschwindet grundsätzlich dieser Faktor. Also, genauso kann ich sagen, f, oh, nee, das wollte ich nicht, ich wollte es in blau machen, f von x sei also dann meinetwegen x Quadrat minus 500. Auch da kommen wir nicht umhin zu sagen, die erste Ableitung ist nun mal 2x. Also das hier hinten können wir uns schenken. Und das, achso, das wäre jetzt falsch gewesen. Das muss ich auch wirklich wegstreichen. Gut, egal wie. Das hat aber alles etwas damit zu tun, wenn wir uns mal dieses absolute Glied hier hinten betrachten. Absolutes Glied sagt man zu diesen plus 3, minus 500, also da, wo mal x hoch 0 dahinter steht, dann heißt das nichts anderes auf dem Koordinatensystem, wenn das f von x x Quadrat wäre, oh, naja, im Koordinatenursprung, plus 0, plus 3 wäre die gleiche Kurve und minus 500 kann ich jetzt nicht einmalen, aber minus 5 zum Beispiel würde ich dann hier einmalen und das würde praktisch nur eine Verschiebung der Kurve geben. Heißt aber letzten Endes, nochmal zur Erinnerung, dass in einem bestimmten Punkt, also für einen bestimmten x-Wert, der Anstieg jeweils gleich ist. Das heißt, die Geraden sind dann alle parallel. Das bis dahin. Ja, jetzt kommt die Umkehrung, das Aufleiten. Man darf nicht Aufleiten sagen, aber ich sage es mal ganz bewusst, weil wir ja wirklich den Prozess umkehren. Kommen wir mal zu einer Grundfunktion und nennen die mal der Einfachheit halber f von x sei 2x. Wenn ich diesen Vorgang des Ableitens jetzt umkehre, dann heißt das, ich müsste daraus machen und zur Unterscheidung, dass das eigentlich die Stammfunktion, sagt man auch, ist, macht man Folgendes, man schreibt groß f von x. Und jetzt müssen wir den Exponenten, der hier steht, der heißt hier 1, den müssen wir um 1 erhöhen. Das heißt, ich kann dieses x hoch 1 plus 1 ist x hoch 2 hinschreiben und muss aber durch den neuen Exponenten teilen. Und jetzt sieht man, aha, 2 und 2 kürzt sich. Das heißt, es bleibt x². Vorsichtig, es könnte, ich gehe nochmal zurück, es könnte eines der vielen x Quadrate plus irgendwas sein. Und deswegen, weil man das nicht weiß, macht man das so, dass man sagt, dann geben wir hier hinten an plus eine Konstante, plus c. Das schreibt man so, um darzustellen, dass es beliebige x Quadratkurven sein könnten. Man sagt auch Kurvenschar dazu. Und um das zu kennzeichnen, dass man beim
aufleiten, wie gesagt, den Begriff bitte nicht verwenden, nie ganz sicher sein kann, welche der Kurven von der Kurvenschar ich wirklich habe, sagt man, eine allgemeine Konstante, die müssen wir dazu addieren. Ja, das Ganze könnte man jetzt nochmal ändern, aber ich will euch mal schon mit der Schreibweise vertraut machen, damit ihr es leichter habt. Schreibweise ist also, diesen Term hier, wenn ich den hier integriere, dann muss ich das so machen, dass ich sage, das ist, Moment, wieder den Farbwechsel, das ist also Groß F von x, die Stammfunktion genannt, ist gleich, und jetzt kommt das Integralzeichen. Ich sage da nochmal, warum das so komisch aussieht. Ist gleich das Integral über, jetzt kommt der Name der Funktion, 2x mal dx. Warum dieses dx, das könnte uns an, woran kann man das erinnern? Dx, nicht Delta x. Wie sagt man dazu? Wir hatten beim Ableiten auch ein dx. Funkelt's? Schon vergessen? Schaut nochmal in der alten Vorlesung nach. Pardon. Dieses dx ist ein Differential. Also ich habe etwas, was sehr, sehr, sehr klein wird. Der Zusammenhang wird dann nochmal dargestellt. So, und jetzt die eigentliche, deswegen mache ich jetzt hier einen Pfeil davor, die eigentliche Schreibweise ist Integral über 2x dx, das mal sagt man nicht unbedingt, ausführlich Integral über 2x mal dx ist gleich, und das haben wir hier schon oben ausgerechnet, nichts anderes als x² plus c in diesem Fall. In diesem Fall, weil ich ja 2x ableite. Nochmal, das Integrieren funktioniert so, dass ich den alten Exponenten um 1 erhöhe. Vorher habe ich ihn ja beim Ableiten um 1 erniedrigt. Entsprechend hinschreibe. Den Faktor übernehme ich, wie beim Ableiten auch. Faktoren bleiben unverändert. Und ich muss aber durch den neuen Exponenten teilen. Zufälligerweise kürzt sich das hier. So sieht das aus. Ein anderes Beispiel. Nehmen wir die Grundfunktion, sei f von x gleich, eigentlich könnten wir beliebige nehmen, 1/3 x hoch 2. 1/3 x hoch 2, das sei die Grundfunktion. Wenn wir die jetzt aufleiten, dann müssen wir also schreiben, das Integral über 1/3 x² dx ist gleich. Und jetzt können wir direkt, das Integralzeichen brauchen wir nicht mehr, jetzt können wir direkt loslegen. Wir schreiben das 1/3 mit, der Faktor bleibt erhalten. Aus dem x² wird ein x hoch 3. Das dx fällt weg, weil wir ja hier entsprechend die Funktion zur Stammfunktion gemacht haben. Aber plus c müssen wir hinschreiben, weil wir nicht wissen, welches dieser Kurven die richtige ist. Gut, aber eins haben wir noch vergessen. Was müssen wir noch machen? Durch den neuen Exponenten teilen, der heißt 3. Das heißt also zusammengefasst, das wäre x hoch 3 Neuntel plus c. Ist dahin klar? Gut. Das Ganze können wir jetzt mit verschiedenen Funktionen machen. Das geht bis zum ganz schön weit. Ich mache mal noch weitere Beispiele, weil es sich immer lohnt, sich daran zu gewöhnen. Was ich dann empfehle, ist zu Hause bitte einfach nochmal alles aufschreiben, alles mitschreiben, kurz anhalten das Video, und durch das Mitschreiben wird man erst richtig schlau. Nehmen wir noch ein Beispiel, f von x sei, sagen wir mal, ja, einfach mal, was passiert mit f von x gleich x Quadrat? Wir können das dann auch später noch mit komplizierteren Funktionen machen. Was passiert dann? Jetzt kommt wieder unsere Schreibweise. Das Integral über x Quadrat dx muss also sein, x hoch 3 durch 9 Exponenten, Drittel, plus c, nicht zu vergessen. Das heißt, wenn wir eine allgemeine Regel festhalten, um ein Integral zu bilden, müssen wir eigentlich nur eins machen. Wir sagen, naja, die allgemeine Regel ist, das Integral über x hoch n
dx, ich mache mal das mal vorläufig noch mit dazu, ist nichts anderes als x hoch, alter Exponent, n plus 1, genau, geteilt durch n plus 1. Ne? Das ist ja der neue Exponent. Aber plus diese Konstante. Achtung, einen Haken hat es. Es gibt einen Haken. Ich schreibe mal Achtung dahinter. Achtung, wir müssen aufpassen. Wenn ich, das funktioniert die ganze Zeit, also diese Regel können wir grundsätzlich anwenden. Es sei denn, es steht da, n wäre minus 1, dann geht es nicht. Warum? Komme ich später noch drauf. Also n muss ungleich minus 1 sein. Es lässt sich aber sehr leicht vorstellen, denn wenn ich hier unten n minus 1 plus 1 einsetze, muss ich durch 0 teilen, dann klappt das nicht. Dafür gibt es aber, so wie bei den Ableitungen, wir spezielle Fälle hatten, auch, das lässt sich im Tafelwerk dann nachlesen, grundsätzlich dafür Vorgehensweisen. Ja, machen wir in der Zeit jetzt mal ein kleines bisschen Übung. Ich werde das Video mal anhalten, werde dann einige Beispiele aufschreiben und ihr schaut dann mal und probiert das ganz einfach aus. Also, ich mache jetzt kurze Pause. Wir sind wieder da. Wir machen ein paar Übungen jetzt und zwar integriert mal. Schreibt dieses als ganz großes, langgezogenes S, Integral über x hoch 4 dx. Integriert mal x hoch 5 dx. Oder das Integral über 1 durch x Quadrat. Dx. Oder, was nehmen wir noch? Das Integral über 3 durch x hoch 3 dx. Jetzt ein Tipp bei dem bei der untersten Zeile: Integral über Wurzel aus x dx. Schreibt Wurzel aus x um, so wie wir es damals beim Ableiten gelernt haben. Genauso wie das Integral über dritte Wurzel aus x dx. So, jetzt mache ich wieder kurze Pause.